Leica. Ich bekam damals meine erste Leica, eine silberfarbene M2, ein gebrauchtes Instrument mit einem unvergleichlichen Klang. Ihre Objektive waren kleiner als jene mit Springblende. M-Leicas sind Sucherkameras ohne Pentaprisma und ohne Spiegelreflexsucher. Das M in ihrem Namen bedeutet Messsucher. Der englische Begriff Viewfinder ist noch zutreffender. Durch ihn blickt man neben dem Objektiv vorbei ins Motiv, stellt mit einem eingespiegelten Entfernungsmesser scharf und löst den Verschlussmechanismus aus. Ein zweiteiliges Gummituch lässt im Vorübergehen etwas Licht auf den Film fallen. Das passiert so leise, weil nach dem Auslösen kein Spiegel hochklappt, weil kein Blendenmechanismus im Objektiv zunächst aus der offenen Einstellposition in die vorgewählte Arbeitsblende springen und nach der Belichtung wieder in die Einstellposition zurückspringen muss. Dadurch können Objektive und Kameragehäuse bei klassischen Sucherkameras so klein und leise sein. Fotografie findet weitgehend im Kopf, im Herz und im Bauch statt. Oder sollte zumindest dort stattfinden. Der Rest ist Maschine und Optik. Und die steht auch heute noch störend zwischen uns. Schön also, wenn diese Maschine wenig Radau macht und nicht allzu schwer ist. Das ist das Erfolgsrezept der Leica, dem seit 1925 Fotografen gefolgt sind. Oskar Barnack war Konstrukteur in Leitz Kamerawerk in Wetzlar. Zwischen 1913 und 14 entwickelte er einen Belichtungsmesser für 35 mm Kinofilm, der damals in großen hölzernen Kästen am Objektiv vorbeigekurbelt wurde. Dazu lötete er ein handliches Blechgehäuse zusammen, in das etwa 1,5 Meter Kinofilm eingespult werden konnte. Barnack entwickelte auch ein kleines Objektiv für diesen Belichtungsmesser und begann ihn auszuprobieren. Bald merkte er, dass seine Testfilme mehr hergaben als nur Belichtungsreihen für bewegte Bilder. Und 10 Jahre später kam dann die erste Kleinbildkamera auf den Markt. Sie wurde Leica genannt. Zu diesem neuen Kamerasystem gehörte ein ebenfalls neu entwickeltes Vergrößerungsgerät, mit dem die kleinen Negative erstaunlich scharf und groß ausgearbeitet werden konnten. Von den Benutzern der damals üblichen Plattenkameras zuerst belächelt, trat diese Kamera schnell einen Siegeszug um die Welt an, weil sie vornehmlich dem Bildjournalismus bislang ungeahnte Möglichkeiten erschloss. Die Leica wurde weiterentwickelt, bekam eine Reihe von ungewöhnlich scharf zeichnenden Objektiven verschiedener Brennweiten. Sie wurde aber auch kopiert und nachgebaut und bekam bald eine nicht weniger berühmte Konkurrenz, die Contax vom deutschen Hersteller Carl Zeiss. Ein anderer Kamerakonstrukteur baute schließlich das Pentaprisma, also entwickelte das Pentaprisma und den Spiegelreflexsucher für die Kleinbildkamera. Diese Neuerung wurde weltweit aufgegriffen und schließlich gab es mehr Kameras mit Spiegelreflexsucher. Auch Leitz baute dann Kameras mit Pentaprisma, Klappspiegel und Springblende, behielt aber die Modellphilosophie der Sucherkameras bei. 1954 kam die verbesserte Sucher Leica M auf den Markt. Meine erste Leica M wurde 1960 gebaut. Da war ich 10 Jahre alt. Heute Morgen um 7:15 habe ich noch damit fotografiert. Das ist jetzt 9 Jahre her. Beruf. 1965 in der gewerblichen Berufsschule 1b in der Ulrichgasse in Köln. Wir waren junge Leute, trugen Hosen mit schmalem Aufschlag und die Nase hoch. Denn wir hatten eine krisensichere, solide Ausbildung schon halb hinter und noch halb vor uns. Es gab auch noch Vollbeschäftigung und Arbeitsplätze en masse. Eigentlich konnte uns ab jetzt nichts Schlimmes mehr passieren.
Im Keller der Berufsschule begegnete ich gleichaltrigen Reprofotografen, die sich im Rotlicht der Dunkelkammer darin übten, lichtempfindliche orthochromatische Emulsionen durch geschickte Bewegungen ihrer Arme und Hände gleichmäßig auf dünnen Glasplatten zu verteilen. Ein magischer Anblick, aber schon damals etwas anachronistisch. Manchmal denke ich daran zurück, wenn ich heute am Rechner sitze und 3, 4, 5 oder 6 Berufe gleichzeitig oder nacheinander ausübe. Berufe, die damals in den 1960er Jahren noch strikt gegeneinander abgegrenzt und auf verschiedene Köpfe und Hände verteilt waren. Man kannte sich und wusste, was der nächste und übernächste Kollege aus dem grafischen Gewerbe mit der abgelieferten Druckvorlage anstellen würde. Auf diesem Wissen basierte die Arbeit, die man erlernte und ausübte. Heute gibt es kaum noch Dunkelkammern im grafischen Gewerbe und das Gewerbe heißt auch nicht mehr so. Es gibt keine Setzer mehr, kaum noch Lithografen, die diese Bezeichnung verdient hätten, keine Reprofotografen. Es bietet natürlich Vorteile, wenn ich zugleich Ideenspender, Gestalter, Produzent und Hersteller meines Produkts bin. Ich bin dann Autor, Herausgeber, Texter, Setzer, Fotograf, Layouter, Scanner, Produktioner. Ich habe die gesamte Produktion zum Beispiel einer Drucksache von der Idee bis an den Ausleger der Offset-Druckmaschine in meinen Händen oder zumindest unter meiner Kontrolle und Mitwirkung. Dahinter kommt nur noch die buchbinderische Weiterverarbeitung und die Vertriebspresse und Werbearbeit des Verlags, wenn die Drucksache ein Buch ist. Von diesen beiden letzten Arbeitsschritten lasse ich die Finger, obwohl es mich manchmal juckt, auch das noch zu übernehmen. Innerhalb der Branche der visuellen Kommunikation bin ich als Freelancer mit der beschriebenen Multifunktionalität sicher keine allzu seltene Ausnahmeerscheinung mehr. Und ich verrate sicher auch keine Betriebsgeheimnisse, wenn ich in diesem Zusammenhang eine ständig zunehmende Beschleunigung feststelle, die nicht nur Massen von Kollegen und Kolleginnen nicht mehr gewachsen sind, auch harte Konkurrenz- und Verdrängungsphänomene sind heute an der Tagesordnung. Mobbing, Rattenrennen, Verschlucken und Verdrängen von ganzen Berufsgruppen, zum Beispiel Lithografen und Setzer. Mit dem PC und dem dazugehörigen Programm kann heute vieles, was ich um 1965 mit Ziehfeder, Skalpell und Lineal auf dem Reißbrett als krisensicheren Beruf erlernt hatte, von jedermann digital und virtuell ausgeführt werden. Mir hat der Umstieg ins Desktop-Publishing einerseits die Arbeit erleichtert und meine Möglichkeiten erweitert, andererseits meine Lebensumstände aber überhaupt nicht leichter gemacht. Zum Glück habe ich mir inzwischen so viele Berufe angeeignet, dass ich immer mal wieder der Maus mich entwinden kann, die sich ziemlich fest um mein Handgelenk geschlungen hat. So, jetzt ist 7 Uhr und die anderen Stichworte. Einen haben wir noch. Den schönsten. Überlappen. Unsere Berufstätigkeit ist vielschichtig und sie ist in den 40 Jahren meiner Arbeit auf diesen Feldern noch vielschichtiger und noch überlappender geworden. Grenzen wurden verschoben oder ganz aufgehoben, eingeebnet. Einiges wurde untergepflügt. Hier und da ragen Scherben und alte Werkzeuge aus den Furchen. Dankeschön.